Bist du bereit für deinen Sprung in die Expertenliga? Bereit, dich neu zu erfinden und zum begehrten Experten zu werden? Dann bist du hier richtig. Hier startet deine Reise zum Status Ausgebucht und ich, Martina Fuchs, versorge dich jetzt mit meinen besten Strategien und Tipps aus 25 Jahren Marketing und Medien für dein hochprofitables Expertenbusiness. Also, let's go! Heute habe ich nochmal eine UK Edition für dich, denn ich bin immer noch in England, Freestyle wie immer, und zwar direkt aktuell aus Cambridge, den heiligen Hallen des Wissens. Und bitte sei nicht verwundert, wenn es etwas halliger ist, ansonsten im Ton, denn wie gesagt, ich bin gerade mitten unterwegs. Und ja, Cambridge natürlich, jetzt eine Woche London, jetzt bin ich ein paar Tage in Cambridge, ist der ideale Standort für alle Expertinnen und Experten und natürlich für Wissensjunkies wie mich. Und eines der berühmtesten Colleges hier ist das Trinity College. Das hat der Henry VIII gegründet. Und wie ich finde, hat er da mal wirklich was Sinnvolles in die Welt gebracht. Hätte er sich vielleicht darauf konzentrieren sollen, statt seine lieben Frauen dann immer ja einen Kopf kürzer zu machen. Und natürlich ist Cambridge die Heimat der Cambridge University. Und hier hat zum Beispiel Stephen Hawking seine Professur gemacht. Ja, und als ich auf dem Weg nach UK war, habe ich persönlich kurz in Koblenz Halt gemacht und war Gast beim Ralf Schmitz Community Day. Und da hatte er jede Menge toller Gastredner, unter allem dann den Boxweltmeister Dennis Radovan zu Gast. Und den hat er interviewt und mit ihm über das Thema Talent und Disziplin gesprochen. Und wie er persönlich, also Dennis, täglich trainiert und was er da vor allen Dingen auch jeden Tag auf sich nimmt, ja, um diesen Weltmeistertitel auch zu behalten. Und ich muss euch echt sagen, also das hat mir wirklich Respekt abverlangt. Also es ist unglaublich, was dieser Mann in einen Tag packt, wie viele Trainingseinheiten er absolviert. Er fährt zusätzlich 4-5 Mal die Woche zu einem ganz speziellen Trainer, wo er täglich, also wo er dann 180 Kilometer zurücklegt, nur um zu diesem Trainer zu kommen. Dann geht er zurück, dann trainiert er noch in einem Studio. Dann hat er noch Office, dann hat er noch Termine, ja, Ernährung, all das, was dazu gehört. Und das Ganze wird dann noch getoppt, wenn er persönlich in die eigentliche Kampfvorbereitung einsteigt. Die ist dann auch nochmal wirklich, ja, unglaublich hart und erfordert so viel Disziplin und erfordert einfach alles. Es verlangt ihm einfach alles ab. Ich persönlich, sage dir ganz ehrlich, wäre schon total K.O. nach diesem Programm, bevor ich überhaupt im Ring angekommen wäre. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man dann überhaupt noch Kraft hat, irgendwie jemanden nur anzustupsen. Aber ja, das hat er anscheinend, weil sonst wäre er eben kein Boxweltmeister und das vielfach. Ja, und sein Ziel, und das fand ich auch sehr schön, er hat gesagt, warum macht er das? Warum nimmt er das überhaupt alles auf sich? Ja, da kann man mal sagen, Mann, also da muss es ein großes Warum dahinter geben. Und seine größte Motivation für ihn, hat gesagt, das ist einfach seine Familie, seine Kinder. Und das ist sein Ansporn, das ist sein größter Antrieb. Und für deren Wohl tut er einfach alles. Und das ist einfach auch der Sport, den er liebt. Und diese Kombi, ja, die beflügelt ihn zur Höchstleistung. Das hat mich persönlich an einen meiner Kunden erinnert, der ein Pianist und Komponist ist, der auf internationaler Bühne ein echtes Ausnahmetalent ist. Extrem jung, extrem erfolgreich und der hat bereits mit 5 Jahren seine Eltern terrorisiert und wollte ein Klavier. Und das Lustige war, weil keiner in dieser Familie je überhaupt musikalisch war. Aber er hat sich so lange durchgesetzt, bis seine Eltern ihm eins geschenkt haben. Ja, und seitdem, mit diesem zarten Alter, hat er angefangen, da drauf rumzuklimpern. Und mittlerweile ist er natürlich wirklich ein Ausnahmetalent. Und ja, er spielt bis zu 8 Stunden und länger, vor allen Dingen, wenn er vor einem wichtigen Konzert steht. Er hat als einer der ganz wenigen Pianisten am Royal Albert College in London ein Stipendium erhalten. Jährlich bekommen dies weltweit nur 5 Menschen, die ja zum Teil aus über 20.000 Bewerbern ausgewählt werden, nur dass du mein Bild bekommst, was der wirklich drauf hat. Ja, und das Schöne ist, er ruht sich eben auf seinem Talent nicht aus. Und man könnte sagen, wow, wenn jemand mit so einem Talent gesegnet ist, muss er denn da überhaupt noch wirklich jeden Tag so hart arbeiten? Und ja, er tut es nicht nur, weil er muss, sondern weil er es natürlich auch liebt, aber eben um sein Spiel entsprechend zu verbessern, zu optimieren, um eben noch
noch besser werden. Generell, ob jetzt bei diesem Beispiel oder bei dem Boxweltmeister, beim Dennis oder bei all den anderen Speakern, die auf dem Community Day dabei waren, hat sich wirklich ein Thema wie ein roter Faden irgendwie durchgezogen, nämlich wirklich das Thema Disziplin. Somit kann ich persönlich die Essenz dieses Tages auf einen Nenner bringen. Und zwar: Talent ohne Disziplin ist nichts wert. Denn Talent alleine führt dich nicht zum Erfolg. Das heißt, du musst wirklich etwas draus machen. Und selbst wenn du kein Talent hast, und das ist wirklich Talent, also man könnte sagen, Disziplin schlägt Talent. Denn du musst nicht mit einem Ausnahmetalent gesegnet sein, weil, wie gesagt, wenn du daraus nichts machst, dann hilft dir dein ganzes Talent nicht. Sondern wenn du bereit bist, diese Arbeit zu leisten, also wirklich jeden Tag anzutreten, um wirklich in der Disziplin, wo du erfolgreich sein möchtest, dein Bestes zu geben, wo du auch durchziehst, wenn du schlecht drauf bist, wenn es dir nicht gut geht, wenn du sagst, oh, heute habe ich überhaupt keinen Bock auf dieses Thema. Wenn du da am Ball bleibst, dann wird sich irgendwann der Hebel umlegen. Und dann hast du mit dem, was du geleistet hast, Erfolg. Das ist unvermeidbar. Du wirst Erfolg haben, weil du einfach täglich in den Ring gestiegen bist, trainiert hast, geübt hast, gemacht hast, investiert hast, rausgegangen bist, sichtbar, ich gehe jetzt gleich mal rein in Social Media, da sichtbar wirst, vielleicht jeden Tag massiv an deiner Reichweite arbeitest, du nimmst dir jeden Tag Zeit, 30, 40 Minuten zu posten auf deinem Fokuskanal, ich sage jetzt nicht auf allen, sondern auf einem Fokuskanal, wo du wirklich all in gehst, ja, deine Story machst, dein Reel, kommentierst, dich mit anderen vernetzt und verbindest, likest. Wenn du das dazu bereit bist, das zu machen, dann wirst du früher oder später damit Erfolg haben. Und das fand ich übrigens auch so witzig, weil ich habe gerade durch Zufall vor kurzem von Calvin Hollywood ein Reel aufgeschnappt, wo er erzählt hat, wie er, was er getan hat, um seinen Namen in der Social Media Welt bekannt zu machen. Und er hat genau das gemacht. Er hat jeden Tag, da war er noch praktisch bei der Bundeswehr, also bevor er in der Früh ist, eine Stunde früher aufgestanden und hat dann da agiert und hat gemacht und hat gepostet, geliked, kommentiert. Also ich wollte einfach, dass mein Namen überall bekannt ist im Web, wie ein bunter Hund. Und dafür war ich bereit, einfach alles zu geben. Und das hat er ja auch erreicht. Also ob jeder große Name fängt irgendwann eben auch mal klein an. Und es ist extrem wichtig, vor allem wenn du online sichtbar werden möchtest, und du musst es auch, wenn du erfolgreich sein willst im Business, dann kommst du an so eine Disziplin, an so eine Beständigkeit, Kontinuität einfach nicht dran vorbei. Und lass dich nicht verwirren, wenn du sagst, ja, all das Social Media gepostet bringt dir überhaupt nichts. Das ist Bullshit, weil selbst wenn deine Facebook-Ads gut performen sollen, wenn du nur auf Bezahlwerbung stehst, dann performen auch diese besser, wenn du organisch sichtbar und präsent bist. Und ich sage nur eins, wenn es Facebook mal nicht mehr geben würde, wenn diese Plattform abstürzt, wenn auch immer was ist und wenn du dich nur auf Bezahlwerbung verlässt, dann kann es sein, dass du verlassen bist dadurch. Du bist gefragt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich möchte von dir wissen, wie du zum Thema künstliche Intelligenz stehst. Aus meiner Sicht stehen wir vor der nächsten großen Revolution, und zwar wirklich seit der Einführung des Internets. Im November 2022 mit der Geburt von ChatGPT hat sich eine Welt aufgetan, die manchen Menschen Angst macht, die sie verunsichert, aber die auch viele Chancen und Möglichkeiten bietet. Und eines kann ich dir versprechen, künstliche Intelligenz wird nicht mehr weggehen, sondern es wird jedes Business, jede Industrie, es wird unser ganzes Leben verändern und revolutionieren. Das heißt, bist du jetzt von Anfang an mit dabei oder neigst du erstmal zu sagen, ah, vielleicht ist das alles wieder viel zu heiß gekocht, es ist gegessen wird. Wie dem auch sei, eines möchte ich dir an dieser Stelle raten, mach dich wirklich fit, mach dich schlau und nutze jetzt die Stunde des Anfangs, um dich und dein Business auf KI oder mit KI auch neu zu erfinden und neu auszurichten. Und deswegen bist du heute gefragt, denn ich will von dir wissen, was möchtest du zum Thema KI, künstliche Intelligenz wissen? Wie gehst du damit um? Was brauchst du da von mir?
Was hast du für Fragen? Was macht dich vielleicht Angst oder was verunsichert dich bei diesem Thema? Und wie stehst du generell dazu? Schreib mir dazu einfach eine E-Mail an podcast@martina-fuchs.com. Wiederhole podcast@martina-fuchs.com und ich werde deine Fragen zu diesem Thema in einer nächsten Podcast-Episode und oder in einer speziellen Masterclass, die ich gerade konzipiere, mit einfließen lassen, sodass du auch von mir direkt Antworten dazu erhältst. Also mach mit, sei mit dabei und mach dich einfach schlau. Du weißt ja, ich heiße Fuchs und wir Füchse sind ja Schlaufüchse und dementsprechend bist du natürlich auch ein Schlaufuchs, wenn du meinen Podcast hörst. Also ich freue mich auf deine E-Mail, auf deine Fragen und jetzt zurück zur Show. Wichtig bei dem Thema Disziplin ist noch eins für mich, und zwar, dass du dabei auch erkennen kannst, ob du ein Fixed oder ein Growth Mindset hast. Fixed heißt hier starr und Growth steht für Wachstum. Menschen mit einem Fixed Mindset neigen dazu, sich persönlich Wachstum zu verbieten, weil sie davon ausgehen, dass ihr Talent entweder direkt zum Erfolg führt, und zwar mindestens auf Nobelpreisniveau. Und wenn dies nicht möglich ist, dann ist das eigene Talent nichts wert, beziehungsweise sie sehen darin dann gar keinen Grund, sich weiter dafür anzustrengen. Sie vermeiden auch gern Herausforderungen, um damit übrigens ihre Angst vor dem Versagen zu maskieren, weil die oft sehr, sehr groß ist, weil sie sich ja mit ihrem Talent identifizieren und sie wollen auf gar keinen Fall in eine Situation gelangen, wo sie vielleicht erkennen könnten, dass ihr Talent quasi nicht ausreichend ist. Während Menschen wiederum mit einem Growth, also mit einem Wachstumsmindset, immer danach streben, weiter zu lernen und zu wachsen, beziehungsweise besser zu werden, egal wie viel Talent sie besitzen, mitbringen oder eben auch nicht haben. Ihr Antrieb ist lebenslanges Lernen, während, und genau das führt sie im Gegensatz zu Menschen mit einem Fixed Mindset direkt zum Erfolg. Für Menschen mit einem Growth Mindset gehört übrigens Disziplin mit zum Erfolg, genauso wie die Offenheit, sich offen und neugierig mit Neuem auseinanderzusetzen. Gerade jetzt, wo wir wieder von der nächsten großen Revolution der künstlichen Intelligenz, der KI-Revolution, wie ich es nenne, wo wir vergleichbar, auch mit der Einführung des Internets, wo wir wirklich da davor stehen, genau da ist ein Growth Mindset unabdingbar. Denn die KI-Revolution wird alle unsere Businesses und Lebensbereiche verändern. Und das in Lichtgeschwindigkeit. Also es hat so einen Speed, so ein Tempo an sich, dass wir wirklich, einfach schauen müssen, dass wir mithalten. Und hier braucht es unbedingt die Bereitschaft, sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen und mit einem Growth und Open Mindset an dieses Thema heranzugehen. Denn es wird mit Sicherheit auch dein Business und dein Leben verändern. Ich werde dazu übrigens in einer der nächsten Podcast-Episoden ausführlich darauf eingehen. Ich werde das jetzt immer wieder mal als Thema reinnehmen. Und ich bin auch gerade dabei, eine Masterclass vorzubereiten, an der du aktiv mitwirken kannst. Denn ich möchte natürlich gerne vorab wissen, was deine Fragen zum Thema KI sind, was dich bewegt bei diesem Thema und was du von mir wissen willst. Und deswegen einfach eine E-Mail an podcast@martina-fuchs.com senden mit deinen Fragen und dann bekommst du Antworten von mir, entweder im Podcast oder in der Masterclass. Was mir dabei aber auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wenn du selber Anzeichen eines Fixed Mindsets hast und sagst, ich tue mich wirklich schwer, da offen zu sein oder auf Wachstum zu programmieren oder auf so ein Growth Mindset mich zu fokussieren und du dich sehr mit deinem Talent sozusagen verbindest und sagst, wenn ich da jetzt keinen Nobelpreis damit gewinnen kann, dann lasse ich es lieber gleich, dann solltest du eins wissen, dass man ein Growth Mindset auch lernen kann. Also man kann sich für ein Growth Mindset entscheiden und man kann sozusagen sein Fixed Mindset in ein Growth Mindset transformieren. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich dir das noch mit auf den Weg gebe. Ja, und in diesem Sinne sage ich nur, öffnen wir uns einfach für das Neue und nutzen wir es
aus unseren Talenten mehr zu machen, und zwar Tag für Tag. Ja, und alle weiteren Infos zur Show und die E-Mail für deine KI-Fragen findest du auch in den Shownotes unter martina-fuchs.com/239. Ja, und jetzt ab ins Trinity College, um ganz einzutauchen in die Welt des Geistes und der Wissenschaft, und dir somit ein herzliches Servus aus UK. Ja, und wie immer heißt es smart sein, schmeidig bleiben und feiere die Erfolge, die du verdienst. Ein herzliches Servus, deine Martina. Vielen, vielen Dank für dein Ohr und deine Zeit. Hat dir die Episode gefallen? Dann verbinde dich doch mit mir auf Instagram unter martinafuchs.official findest du mich. Hier kannst du mir direkt dein Feedback oder eine Frage als Direct Message hinterlassen und ich antworte dir wirklich gerne. Und hey, wenn du Lust hast, mach doch einen Screenshot von dieser Episode und teile sie in deiner Insta-Story, damit noch mehr davon profitieren können. Du weißt ja, sharing is caring. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür und ich freue mich schon auf dich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören und sprechen. Und bis dahin, lass es dir so richtig gut gehen.